Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 58: Süßigkeiten in Deutschland. Deutschland ist bekannt für seine vielfältige Auswahl an leckeren Naschereien. Von Schokolade über Bonbons bis hin zu Gebäck. Eine der bekanntesten deutschen Süßigkeiten ist die Schokolade. Es gibt verschiedene Marken und Sorten zur Auswahl. Von Vollmilchschokolade bis hin zu dunkler Schokolade mit verschiedenen Füllungen wie Nüssen oder Karamell. Milka, Rittersport und Kinderschokolade sind einige der beliebten Marken. Eine weitere leckere Süßigkeit sind Gummibärchen. Diese bunt gefärbten Fruchtgummis gibt es in verschiedenen Formen und Geschmacksrichtungen. Haribo ist eine der bekanntesten deutschen Marken, die für ihre Gummibärchen weltweit bekannt ist. Kann man in deinem Heimatland auch Gummibärchen kaufen? Marzipan ist eine besondere deutsche Süßigkeit, die aus gemahlenen Mandeln und Zucker hergestellt wird. Es wird oft zu kleinen Figuren oder Kugeln geformt und mit Schokolade überzogen. Marzipan ist besonders zur Weihnachtszeit sehr beliebt. Generell gibt es noch viele weitere Süßigkeiten, die man nur zur Weihnachtszeit kaufen kann. Neben Schokolade und Gummibärchen gibt es in Deutschland auch eine Vielzahl von Keksen und Gebäck. Lebkuchen, Butterkekse und Zimtsterne sind einige der beliebtesten Sorten. Diese Leckereien genießen die Deutschen gerne bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Ein weiteres Highlight sind die deutschen Bonbons. Ob sauer, fruchtig oder lakritzartig, es gibt für jeden Geschmack etwas Passendes. Wer es besonders traditionell mag, kann sich für Pfefferminzbonbons oder Kräuterbonbons entscheiden. Natürlich sind diese nicht so süß. Deutsche Süßigkeiten sind nicht nur lecker, sondern auch in hübscher Verpackung erhältlich. Oft sind sie auch als Mitbringsel oder Souvenir beliebt, um Freunde und Familie eine Freude zu machen. Wenn du in Deutschland bist, solltest du unbedingt die Gelegenheit nutzen, einige der lokalen Süßigkeiten auszuprobieren. Du findest sie in Supermärkten, Süßwarenläden
oder zur Weihnachtszeit auf Weihnachtsmärkten. Ein bisschen zu naschen ist okay. Jedoch solltest du darauf achten, Süßigkeiten in Maßen zu genießen und dich ausgewogen zu ernähren. Außerdem sollte man sich immer sehr gut die Zähne putzen, da sonst das Risiko für Karies steigt. Naschst du gerne? Wenn ja, was ist deine Lieblingssüßigkeit? Was ist eine traditionelle Süßigkeit in deinem Heimatland? Schreibe es wie immer in die Kommentare. Neue Vokabeln. Die Auswahl. Selection. Das Gebäck. Pastries. Bis hin zu. Up to. Marken. Brands. Sorten. Varieties. Generell. Generally. Eine Vielzahl. A variety. Etwas Passendes. Something suitable. Hübsch. Pretty. Mitbringsel. Small souvenir. Jemandem eine Freude machen. To make someone happy. Die Gelegenheit nutzen. To take the opportunity. Sich ausgewogen ernähren. To eat a balanced diet. Na, hast du alles verstanden? Wenn nicht, vielleicht helfen dir meine Transkripte. Du kannst sie auf meiner Patreon-Seite finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. I hope you also enjoyed this episode. If so, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe my channel, and leave me a comment down below. See you in the next episode. Tschüss und bis bald.